Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hearthstone. Wir gehen gleich zu dem, weswegen wir hier sind: der super geilen Arena. Wir haben 7 Uhr 16, also machen wir drei Spiele wieder. Hoffen wir mal, dass wir drei Spiele machen können. Unsere Strategie ist immer noch, das Feld zu kontrollieren und mit unseren starken Karten zu gewinnen. Später. So. Wir haben den Jäger. Der macht auch mal so Damage, ja, was uns jetzt nicht so viel bringt. Aber wenn wir nichts anderes machen können, können wir Schaden schießen. Allerdings wäre mir die Paladin-Fähigkeit lieber. Aber können wir nichts gegen tun. Nichts gegen tun, Leute. So, hoffen wir mal, dass wir gleich unseren Gegner finden. Ja, super. Wer wird es sein? Lass uns herausfinden. Aha, ein Druide also. Der gute Gabik. Wir haben einen Zweier, das ist okay. Ich behalte einen Vierer. Und schau, dass wir noch was drohen. Ach, und den Neuner. Wow, den habe ich unbedingt gebraucht. Jetzt so früh. Ja. Wir kontrollieren das Feld sicherlich mit dem Neuner. In den ersten 9 Zügen. Komm hier. Lass es hier ein bisschen drehen. Okay, vielleicht hätte ich die 2-4er rausnehmen sollen. Aber. Boah. Ja, da in der Karte, unter der Karte, was stehen die jetzt? Traurig, wir verlieren dann 2-2er. Wirklich traurig wegen der Karte auch noch. Ciao. Goodbye. Aasfressende Hyäne. Wir hatten viel Spaß mit dir. Vielleicht geht auch Face. Natürlich nicht. Were you some kind of stupid to do something like that? Ja. Mister? Okay, los. Gib uns hier einen Schuss in den Ofen. Hier, bam. Okay, fertig sind wir damit. Wir können nächste Runde immer diesen Drachen ausspielen. Oder den und dann den Drachen. Oder doch den Drachen lieber. Und? Bam, er holt sich auch gleich den Vierer. Wow. Okay, er wirft seine ganze Hand ab. Jetzt will ich mal sehen, wie er damit klarkommt. Wir werden das Feld so kontrollieren. Wie geil! Danke! Okay, vielleicht hat er jetzt nur noch hohe Karten, die er ausspielen kann. Oder er verliert das Spiel jetzt, weil er nichts nachzieht, was hilfreich ist. Und hat er was Teures? Jo! Hat er auch 5 Schaden zugefügt. Wow! Das ist jetzt sein Ziel, zu lacken ohne Ende. Was wir jetzt den da ausspielen? Er hat doch im Moment nichts, ja, machen wir den jetzt. So, auf leeren Feld können wir uns das, glaube ich, erlauben. So, jetzt müssen wir den vorher töten, bevor wir den Moloch ausspielen. Hehehe. Falls wir den Moloch ausspielen. Du hast einen Moloch, ich habe einen 5-6er. Hast ja so gut gemacht, Gabik. Wow, das hat sich ja richtig gelohnt. Meine Karten zu zerstören. Mit deinen tollen Karten. Wenn ich das Feld kontrolliere. Das war so die schlechteste. Komm hier. Gleich mehrere Karten ausspielen. Damit er nicht in Versuchung gerät. Alter, ist das schlecht von dem gewesen. Und so will er ein Spiel mal gewonnen haben? Wahrscheinlich wegen unendlich Luck, aber ich verstehe das nicht. Ich hätte das nicht gemacht. Wir können jetzt den spielen und dann sowas. Machen wir auch. So, hier. Stirb. Und jetzt haben wir ein 1-1 auf dem Feld. Okay, nächste Runde haben wir. Noch in 2 Runden haben wir Kraken. Jede Karte, die er ausspielt, ist doch sowieso tot. Yay, ein 3-1er! Schau mal, ich habe mittlerweile schon 8 Mana. Oh Gott, war das der schlechteste Zug, den er machen konnte. Wow. Also, Gabik, bitte lass es mir dir sagen. Deine Hand abschmeißen. Gegenzug dafür, dass du 10 Mana hast, ist keine gute Idee. Absolut nicht. Sollen wir den ausspielen? Wir machen aber noch 2 Schaden hinterher. So. Wow, 5, 8, 11, 12, 14 Schaden. Ich glaube, du hast verloren.
dazu verloren. Okay, wie machen wir das? Machen wir jetzt 4 Schaden? 4 plus 5 sind 9 Schaden. 5, 8. Wir können. Schauen wir mal, wer hier Dings bekommt. Ja, okay. Können wir den irgendwie beschützen? 3, 5, 6. Nee. Wir machen das einfach so. 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 Und den beschwören wir auch. Wow, ein Achter beschworen mit Bot. Super Arbeit, Gabi, deine Hand abzuweisen. Das hat sich richtig gelohnt. Er hatte gehofft, dass er wahrscheinlich im nächsten Zug sofort den Achter zieht. Aber WTF! Das macht doch kein normaler Spieler, Alter. Das war das Schlechteste, was ich gesehen habe. Hey, das ist bestimmt eine gute Idee. Lass uns mal die Hand abschneiden. Dann gewinnen wir. Wir haben keinen Mann, wir können alles ausspielen. Ja. Nein. Hättest du Kälte Saft gezogen, dann wäre es vielleicht gut geworden. Danach immer noch andere große Kreaturen, aber. Merkt euch das, Leute. Niemals die Hand abschmeißen. Lass die Jagd beginnen. Ist das eine pretty awesome hand? Ich behalte die. Ich finde die gut. Wir spielen den aus oder den zuerst. Wahrscheinlich den sogar. Why not? Wir spielen erst den aus. Dann den. Ich grüße euch. Ich dich auch, ja. Wir sind im Vormarsch. Yay, first turn 3-2. Turn 2, 3-2. Turn 3, den oder den. Turn 4, den oder den. Ah, come on. Lame mehr. You're just a lamer. Deswegen spielen wir den aus. Ja, zerstört aus 2 Kreaturen. Shut up! And take my piece of shit. Oh. Wie sag ich jetzt der Green Screen? Nervt euch das ein bisschen? Ich bin so leicht pixelig unten. Dafür sieht man ein bisschen mehr vom Bild. Oh, wir könnten lacken. Und dann? Und dann haben wir den weg. Oder wir haben ihn sowieso weg. Okay, wir haben keinen Lack. Schade. Der sei später erst gut, finde ich. Ja, dieses Paladin, der könnte uns auf den Sack gehen. Ja. Oh. Was wird jetzt verbessert? Hab's nicht gesehen? Ja, okay. Lass uns einfach mal schauen, was wir tun. Gut, ich würde sagen. Den. Ja, doch, den. Können wir auf jeden Fall töten und den irgendwie. Fertig. Er hat immer noch nur 4 Karten. 5. Wir haben auch 5. Gut, gleich nur noch 4. Er hat den. Ja. Irgendwie machen wir den jetzt gleich schwach, glaube ich. Oh, schau mal. Das ist eventuell sogar hilfreich. Um hier. Ah, wir hätten vorher den spielen sollen. Wir hätten vorher den ausspielen sollen. Naja, haben wir einen Fehler gemacht. Nee, wir hatten den. Ah, wir mussten das machen, damit er sicher sein Plus One bekommt. Ah, so, ich Depp. Ich dachte, ich habe einen Fehler gemacht. Dabei war das richtig. Der eine muss ja sicher die Plus 1 bekommen, damit ich den angreifen kann und blub blub. Letztlich war das egal. Das stirbt auf jeden Fall. Der hätte sonst ein Problem darstellen können. Wurde aber nicht. Wurde nicht. Den spielen oder lieber den? Das erscheint mir besser. Und wir vernichten den einfach. So, Mann, get out hier. Da kann er sich einen Guy machen. Yay, einen Damage machen quasi immer. Das ist okay. Sobald er einmal angegriffen hat, beschwören wir den vielleicht. Oder töten was von ihm. Er ist ein bisschen ein Plus.
Er kann sich zwei Geist machen. Okay. Wenn er jetzt noch die eine Karte ausspielt, die zweimal erlaubt, den Dings zu machen. Oder hätte. Aber hat er nicht. Oh, warte, wir machen 5 Schaden an dem. Na, ob das so gut ist? Entschuldigt bitte. Jetzt ist die Frage, was ist besser? Den ausspielen, den töten und dann die kleinen Minions töten? Auf jeden Fall töten wir den einmal. Wir gehen einfach face, glaube ich. Weil er macht ja jede Runde Minions. Ich kann die nicht jetzt alle töten. Was hat das für einen Sinn? Er muss hier so dagegen rennen. Er hat jetzt ganz viele. Jetzt wird eine Sprengfalle ganz gut. Ich habe eine im Deck. Ja, kann dieses Viech jetzt töten. Ich habe es richtig gesehen. Oh, oder er hat... Ja, Consecration hat er, natürlich. Aber selbst dann haben wir immer noch Kreaturen. Und wir können den immer noch komplett töten. Das ist das Gute daran. So, leider stirbt er dann. Oh, but. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit gerade. Er hat ja auch nicht viele Handkarten mehr. Das darf er nicht vergessen. Und hätte ich, jetzt nichts gezogen, wäre sowieso alles vorbei. Ja, da stirbst du wieder, mein kleiner aasfressender Tobi. Gut, er hat dafür ein gutes Feld, könnte man jetzt schon sagen. Und er macht sie immer noch ein gutes Feld. Kann aber auch alles sterben bei ihm. Alles stirbt irgendwann. Nur du nicht. Hey, wir geben ihm noch mehr Karten. Finde ich gut. Ja, natürlich. Sind wir gleich tot, oder? Aber was bleibt mir anderes übrig? Der hungrige Drache wollte es so. Der hat uns einen kleinen, hat den Gegner einen kleinen Lepra-Gnom gegeben. Mann, steck uns nicht an mit deiner Lepra, sonst fallen mir meine Ärmchen ab. Oder Finger? Wenn ich sowas mache, schon eher Finger. Mein Arm! Oh Gott, wo ist er hin? Mein kleiner Schummriger mit ein paar rauschigen. Oder soll ich mich ein bisschen fester machen? Während der Aufnahme? Oh ne, lassen wir. So, ich glaube, wir haben verloren. Ja, da, warte. 2 Schaden, wenn wir den angreifen. Wenn wir den angreifen. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schaden können wir uns machen. Dazu müssen wir die beiden töten. Ja, wir haben verloren. Hier, viel Spaß. Dann wird die Sprengfalle gezogen. Wäre dein Sieg nicht so sicher gewesen. Aber ist ein Paladin. Paladin ist wohl einer der besten Klassen in diesem, in der Arena. Wir haben 17 und... Oh, das geht ja gerade schnell, die Züge. Geil, ist ganz schnell. Komm, es stört mich schon irgendwie, dass ich so durchsichtig bin. Also, aber dann sieht es wieder kacke aus. Wartet mal. So sieht es immer noch gut aus. Ich denke ja. Ja, man sieht so leicht da doch. Nee, sieht kacke aus. Man sieht dann aber so leicht. Ein Kasten. Was findet ihr besser, so ein Kasten oder? Wenn ich so ein bisschen. Sag mir das mal. Was findet ihr besser? Ich zeige euch jetzt beides und. Naja. Den will ich nicht haben, den will ich haben. Wir brauchen bessere Karten, mal lieber. Und natürlich wieder gegen einen Paladin. Das könnte schmerzhaft werden für uns. Und da haben wir die Karte, die wir weggelegt haben, wieder gezogen. Ja, ja, ich grüße euch wieder. Es ist vielleicht sogar derselbe wie vorhin. Das kann ich jetzt nicht nachgucken, aber später in der Aufnahme, ja. Ah, Mann, Tadros mit seinem kleinen schildeten Minibot. Richtig auf den Sack gegangen ist er uns. Mit dem den 4-4er ziehen, das wäre gut. Ja, es gibt nur 3, eine 33% Chance ist das quasi immer. Deswegen kommt Hafer so oft, denn in Wahrheit haben die eine höhere Chance, Hafer zu kriegen, als alles andere. Hafer ist quasi sowas wie eine 80% Chance. Na, sagen wir 66%, die anderen sind dann, irgendwie teilen sich die 33%. Quasi 11 und 12%, ergibt das 33? Nein. 16... Plus 16 sind 32. Also 16 und 17 wäre genau das. Okay.
Oh, perfekt. Ja, wir haben einen 4-2er dafür. Und wir haben unsere Einheit gespart. Das ist so eine geile Waffe. Das Gewehr. So ein geiler Name. Das ist kein Gewehr, sondern ein Gewehr. Los, Terror-PL. Überkomme meinen Terror. Meine nicht anziehbaren Drachenkarte. Oh, oh. Okay, da können wir nicht so. Oh, wir könnten. Ich will aber schauen, ob wir vielleicht durch den was treffen. Wie machen wir das? Wir können den auf 0 und dann. Na ja, komm. Machen wir den einfach auf 0. Und wir zerstören den damit einfach. Schauen wir mal, was wir treffen. Boah, wirklich? Den da reinhämmern? Sorry. Ich krieg jetzt ein bisschen Schaden, aber. Ich kann aber nicht akzeptieren, dass wir hier. Behalte ich lieber, oder? Das ist ein Paladin, der kann auch ganz easy Dinge machen. Aber ich kann doch nicht einfach. Ich wollte das nicht. Mein Drachen einfach opfern. Okay, wir können. Den damit töten. So. Okay, er gibt auf. Ja, Mann. Er hat Feld aber nicht dominieren können. Das tut mir sehr leid für dich. Duck, und schon haben wir einen relativ schnellen Sieg. Sehr, vier Siege. Das ist quasi das, was wir immer haben. Wir könnten quasi aufgeben. Denn das nächste Spiel werden wir wahrscheinlich verlieren. Aber es muss nicht sein. Schauen wir mal, ob wir weiterkommen. Hä? Was war in der Aufnahme mein höchster Sieg? War das nicht schon vier? Hatte ich mal sechs Siege? Das kommt mir... Mein höchster Sieg war überhaupt 8. Das höchste, was es gibt, sind 12. 8 war schon gut. Kriege immer nur höchstens ein Drittel der Siege quasi, die man aktuell haben könnte. Also die im Höchstzahl. Aber, naja, so ist das eben. Wow, that is too much. Wir brauchen nicht so viele Viere auf der Hand. Darum lieber weg damit. Wir brauchen Frühkarten vor allem am Anfang. Naja, ist kein auf ein Early Game. Naja. Eigentlich nicht, aber hey, das ist Early. Den plus den, ich finde die Karte ist. Habe ich schon erwähnt, Gewehr. Diese Karte ist allgemein einfach zu gut. Das Gewehr. Was heißt zu gut? Die ist gut auf jeden Fall. So. Und jetzt nur die Heldenfähigkeit. Das würde ich lieben. Das würde ich gut finden. Komm, nur Heldenfähigkeit. Das ist gemacht, nur um die Heldenfähigkeit zu nutzen. Okay. Oder er hat es genutzt, um mein 2-3er zu erleben. Soll er seinen Spaß haben, hier. Yeah, Mann. Nutze deine Kreatur, bloß die Heldenfähigkeit zu killen. Und wir nutzen unsere Waffe, ohne dass er plus 1 gibt. Schade. Ach, schade, dass er das macht. Vielleicht ziehen wir jetzt eine andere gute Karte. Hey, wir ziehen den. Oh. Den lieber? Oder doch lieber die Karte? Ob das... Oh, ich bin mir ehrlich unsicher. Beides ist kind of bad. Aber ich glaube, das ist vielleicht besser, mit der Waffe anzugreifen gegen sowas dann. Oh Mann, das Gewehr, das kann er nicht seinen vollen Umfang nutzen. Und er kann gar nichts im Moment nutzen. Okay, das finde ich gut. Was kriegen wir? Den da? Das ist ultimativ gut. Das ist sogar die beste Karte, oder 4-4er oder er. Beide wären gut gewesen. Wir können dann mit ihm drehen und dann einen neuen Dreier mit ihm bekommen. Jeden Dreier, den es gibt. Eure Magie wird euch nicht retten. Ja. Wollen wir den jetzt opfern? Das ist die Frage. Ist ein Wildtier. Wir geben dem plus 2 plus 2. Ist ein 4-6er. Bams. War gut. Zum Glück war das ein Wildtier. Ah, warte. Wieso Glück?
Die Zauberkarte sagt das und zum Glück haben wir den vor umgezogen. Das hätten wir das gemacht, plus den. Ich diene dem Hast du jetzt auch eine Zauberkarte dafür, Mister? Ja, hat er. Okay. Ich hätte den anvisiert und dann gehofft, dass... Naja. Jetzt kommt was Cooles. Wir zerstören den und tauschen den um. Und haben für einen Vierer. Läuft, würde ich sagen. Best Value wirft das Grad. Sonst war er gestorben. Die Karte, weil sie noch ein Leben hat. 6 Handkarten hat er. Wir haben 4, 5, 6 plus die Waffe. Das macht aktuell sogar 7. Bitte den da. Yay! Macht genau 3 Schaden. Okay, brauchen kein Wildtier. 5 plus 3 sind 8. Schade, kann ich nicht machen. Schauen wir einfach mal, was wir noch ziehen. Die Waffe mag ich. Mit der zusammen ist jedes Tier, jedes seine Kreaturen erstmal tot. Würdest du gerne, würdest du bitte... Hallöchen. Grüße. Du hast deinen Zug gemacht, du so ein Mana, oh, bitte. Grüße. Wir nerven jetzt so lange mit Grüße, bis wir nicht mehr können. Geil. Ein Typ, der vielleicht vergessen hat, zu beenden. Kaum so oft habe ich gar nicht gespammt. Grüße. Alter. Grüße, Grüße, Grüße. Zerstören wir den jetzt einfach? Und spielen die Sprengfalle einfach aus? 5 plus... Wartet, wir spielen aber den aus. Greifen den an und die Sprengfalle hinterher. Viel besser als meine Pläne, die ich hatte. Weil er musste ihn ja angreifen. Bums, ist er tot. Marsof hat es noch gerettet. Mit seinen Gedankengängen. Der mir gesehen hat, dass das ein 3-5er ist. Ach, fuck, wäre das schlecht gewesen. Hätte ich jetzt das nicht so gemacht. Damit konnte ja niemand rechnen. Oh, nein. Damit konnte ich nicht rechnen. Aber der 1-2er ist dabei, ihn zu töten. Und jetzt haben wir immer noch das bessere Feld. Aber er hat ja noch 6 Leben. 0 plus Dings. Jedes seiner Kreaturen ist so tot. Oh, snap. Da hat er das getan. Macht nichts. Feld ist weg. Na, noch ein Schaden, der gut drauf. Ob er Angst hat eigentlich wegen der Karte? Hä? Wow, das hat so keinen Sinn ergeben. Jetzt läuft ihm wieder die Zeit davon. Du hast noch 0 Mana. Mach was draus, langsamer Typi. Komm, weg ja mit dir. Toll. Das ist schon Mistkerl, dieser Gibeorgs. Aber du verlierst. Und er leidet einen schmerzhaften Tod. Das werde ich mir merken. Wir könnten natürlich, wir machen den da jetzt einfach. Und zack. 2 Schaden an dich, ja? Wenn das weitergeht, bist du tot. Irgendwann. Sagen wir, wir reduzieren damit auf jeden Fall die Länge dieses, dieses Matches. Möchte mal meinen 5. Sieg haben. Ja? Kapierst du das? 5 Siege? Ja, man. Kriegst du das der Gott hinein? Dass ich 5 Siege haben will, ja? Das mache ich dich fertig. Oh, so ein Mistkerl. Sollen wir dafür die 3 Schaden verschwenden? 4, 3 sind 7, plus 2 sind 9. Können wir theoretisch machen. Bevor der noch stärker wird, oder? Obwohl, das ist eigentlich besser, wenn wir das so machen. Weil er muss theoretisch da reinrennen und ich weiß nicht, wie viele Zauber dieser Marke noch hat. Diese Jaina. Lass es uns herausfinden. Bam, scheinbar nicht mehr so viele. I'm happy. I'm happy and you know it. Ja, ein 6-6er. Ich glaube, den töten wir. Mit 0. Oder will man nutzen das? Ich rieche Blut. Hat er, denkt er jetzt? Was denkt er jetzt? Das ist eine gute Frage. Wenn er ihn
bombardiert. Hä? Wen denn? Ihn? Okay, ja, dann macht er ihn sicher tot. Okay. Ey, an das. Oh, 4 Schaden. Der kommt gerade. Sehr nützlich ist er gerade. Ich glaube, wir machen uns 2 Schaden. So. Und zack. So. Jetzt haben wir unsere Kombi nicht mehr. Der will tatsächlich, dass er auf wen soll ich denn bitte. Auf wen sollte ich diese Karte spielen? Auf meinen eigenen, auf den da, ja, klar. So, Mister. Wir haben immer noch das bessere Feld. Wirklich. Das hat er ja geschickt gemacht. Das hast du geschickt eingefädelt. Ich wollte es anders sagen, aber das weiß ich nicht, ob das so gut ist. Ja, bitte, greif nicht an mit dem 2-1er. Okay, er hat seinen Massenzauber benutzt. Schade für mich. Na? Aber wir haben noch andere Fähigkeiten. Zum Beispiel, jede Runde 2 Schaden schießen haben wir. Jetzt hat er bestimmt noch 4-mal die Karte für 4 Mana. Macht 6 Schaden. Dann werden wir in 2 Zügen tot. Jo, Mann. Sollen wir ihnen einen Strich durch die Rechnung machen? Ja, ich glaube, wir gehen jetzt einfach face die ganze Zeit. 3 plus 5 sind 8. Plus 1 sind 9. Also wenn wir die eine Karte ziehen, würden wir das noch locker gewinnen. Ich glaube, jetzt nur noch face gehen in dem Moment. Achso, wir können jetzt die Fähigkeit erstmal nicht nutzen. Ist trotzdem das Richtige, oder? Oh. So. Was jetzt? Face gehen? Wir machen's. Wir gehen face. So, und schauen mal, was draus wird. Er hat noch einen 4-3er. Er muss jetzt was machen. Sobald der einmal durchkommt, ist er tot. Ja. Noch 2 Schaden, Mister. Sonst bist du tot. Und sobald wir ihn auf 2 Leben haben, ist er sowieso tot. Oh, wirklich? Ein 2er? Nichtsdestotrotz, diese Karte, die sagt irgendwann, dass er tot ist. Und wir kommen damit aber so davon. Weil wir in jeder Runde 2 fucking Schaden schießen. Viel Spaß weiterhin. Noch 5 Leben, 3 Züge, dann bist du tot. Selbst wenn ich nichts weitermache. Wenn er überlebt, bam, bist du sofort tot. Ich glaube, wir haben gewonnen. Er kriegt mich niemals in den nächsten 3 Zügen tot. Egal, was er da hat. Ja, das bringt gar nichts. Na, Mister, noch irgendwas? Und das Beste, wir machen dann einfach eins seiner Kreaturen auf 0, auf 1. Er hat verloren, wow, hier, gut gespielt. So, hast verloren, Mister. Gib's endlich auf! Ein Schlag und tot. Hier können wir auch noch ausspielen. Da. 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 So. Viel Spaß. Wir haben 16 angefangen. Das ist 636. Ja. Wir können schon die Folge beenden. Wir haben 5 Siege, Leute. Das ist geil, oder? Ist das nicht sogar das Höchste, was wir hatten? Ist das ein Goldschlüssel? Jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, ein Däumchen würde mich freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir sogar ein Part 3 haben. Den haben wir selten. Wir haben zwar voll Wette, wir haben 7 Spiele sogar insgesamt gemacht. Wow. Na gut, jedenfalls bis zum nächsten Mal würde ich sagen. Tschüssi. Und haltet die Karten steif. Ja, oder so. Ciao.